Morgen, ihr Minikampf-Zwerge, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crowned, ihr Lieben. In der letzten Folge haben wir ein, zwei Missionen gemacht und jetzt werden wir so ein bisschen nach so einem Bomber-Ding gucken, weil wir das unbedingt fertig machen wollen, weil ich sehr viele Dinger hier hinstellen möchte. Dann werden wir mal gucken, dass wir oben endlich mal ein paar Kisten hinstellen. Und wir müssen den Turm so ein bisschen weiter voranschreiten lassen. Ich muss aber erstmal kurz speichern. Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, auf zur Blattlaus. Hallo, mein kleines, süßes Ding. Das war zu flink, aber... Ey! Leute, immer schön nett miteinander sein. Nimm ich die Blattlaus? Ich nehme die Blattlaus erstmal mit. Nimm das Ding erstmal mit und... Warum habe ich immer noch 6 Erste-Hilfe-Dinger? Oh, was hast du denn da? Sind so knuffig gemacht worden. So knuffig. That tastes really good. Mit glatt einer als Haustier halten. Ich jetzt. Deine süße Ameise. Die mir dann auch irgendwas bringt, wenn ich irgendwas werfe, ne? Schicki. Ich höre dich. Na stimmt, du bist ja irgendwo hier oben, ne? Gut, ich hab soweit. Das ist anscheinend gerade ungefähr pennt. Gut. Kieselsteine müssten wir uns irgendwann noch holen. Nicht Kieselsteine hier, Lehm? Bisschen Lehm oder wie das gute Ding heißt? Hier könnte vielleicht noch so ein Bombardier-Dings sein. Sehr ätzendes Vieh. Da. Werden wir mal mitnehmen. Genau, Ton. Ich meinte natürlich. Ja, besser. Ich glaube, hier waren wir schon lange nicht mehr. Das Vieh hat mich gesehen. Ist ja gut, ich verschwinde mal kurz von hier. Da. Hi. Du frisst mich, wenn ich dich nicht fresse, okay? Haben wir. Sehr schön. Schnell hier weg von den Spinnen. Na,
Nice, das ging ja jetzt einfach, ne? Überschreiten wir mal kurz. Überschreiten der Grenzen. Alles klar, wir überschreiben mal kurz. Hinten hockt eine kleine süße Spinni. Ameise. Spinnen sind eher nicht so süß, würde ich mal behaupten. Besonders, wenn die sich da gegenseitig ein bisschen blockieren. Die eine pendelt, die andere wird dran vorbei. Voll ignorant. Die eine. Aber hier neben den Rosen zu bauen, wäre ja auch eigentlich schick, ne? Wobei. Nee, danke. Oder da drin was bauen. Ich bleib aber bei meiner Hütte. Die ist schön oben gelegen. Da kommt kein Vieh so weit ran. Dürfte nicht rankommen. Und wir sind eigentlich relativ... Soll ich denn da hochkommen? Es ist Beutelchen. So spielt Beutelchen auch Bienensimulator. Mal überall gegenfliegen. Soll ich denn... Das schaffe ich doch gar nicht. Entschuldigung. Und da oben erwartet mich definitiv etwas, was mich gerne fressen möchte. Aber stimmt, da oben waren wir noch nie so richtig. Wollen die denn jetzt alle von mir? Ah, ist sie da eine gewisse dicke, fette Hintern? Das sind die Stinkies. Wir sollten, glaube ich, erst einmal unser Zeug in Sicherheit bringen. Ich höre die Kali übrigens. Ganz laut. Eiernd. Die Punkte haben wir auf jeden Fall. Keine 5000. Läuft. Ich nehme gleich mal Enet mit. Vielleicht hat es ja noch irgendwelche Aufgaben für uns. Wow, 100. Bin ja mal voll glücklich. Aquarium sagt mir immer noch nichts. Es müsste dann doch wirklich im Teich sein, aber wieder nicht überall. Marienkäfer ist hier immer noch. Sitzt die denn? It is nice to see a free bold quest. Hier ist diese Markierung ab. Abgebrochene Eichen. Und wieder Marienkäfer. Weit unten in der Tiefe liegt dein Preis. Ein Raum, in dem das Leben... Was? Ein Raum, in dem das Leben glutscht, aber nicht zu schwimmen wagt.
Der Eichenast wird ein bisschen heftig. Ey, das war eine Wurzel, ne? Ich glaube. Also doch im... Vielleicht doch die Puppe unten, wo wir drin waren. Vielleicht meinen sie die damit. Ach, scheiße. Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen. Ganz tief. Unter dem Meer. Kann ja dann eigentlich nur das Labor sein. Ja, na klar, die Stamina. Pennen gehen. Dann. Feeling a little low energy. Ja, ja. Need to recharge. Erstmal uns was Leckes. Oh, nein, ich kann doch das hier machen. Ich kann doch das machen. Da vielleicht irgendwas unter bei der Kuppel unten irgendwas übersehen? Könnte möglich sein, ne? Da sehe ich so gerne ziemlich alles. Was? Feeling refreshed. Er liegt wahrscheinlich irgendwo unten und ich bin dran vorbeigelatscht. Ich wollte gerade irgendwas machen. Ah ja, stimmt. Einmal in die Kiste. Und ich würde mal ganz kurz... einfach mal hier oben unser Lager hinpacken. Wir werden wahrscheinlich nie so viele brauchen. So, und ich hätte gerne einmal... das auf jeden Fall nicht. Das gute Stück. Damit wir auch ja nicht runterfallen. Ja, die Hütte, glaube ich, wird nie fertig werden. Sieht nicht schick aus, aber... oh. So, mein Guter. Wir wollen erstmal kurz, bevor wir schwimmen gehen. So, das. Und das gute Stück... mal kurz weg. Und der gute Stück. Genau. Dann wird das hier unser Turm, der natürlich ein bisschen höher sein wird. Und vielleicht irgendwo noch eine Tür drin hat. Yep.
Wir machen erstmal den Boden. Kann ich ja das hier... den Boden erstmal machen. Und eine andere Treppe, nö, würde ich nicht sagen. Wir bleiben einfach dabei, dass wir über unser Häuschen in den Turm reinkommen. Yep, das wird definitiv ein bisschen länger dauern. Wieder einmal. Und wir haben die Hütte noch nicht richtig fertig. Und wie die Ameisen da hochkommen, habe ich auch keine Ahnung. Die sollten wir auch irgendwann mal irgendwo bei so einer... Hey, wir haben Hausameisen. Wir könnten erst einmal, solange wir bauen... haben wir wenigstens 6 dabei. Ich glaube, ich muss demnächst mal wieder ein paar Ressourcen sammeln gehen. Ach nö. Ach nee. Ein bisschen haben wir ja noch. Wir hatten. Wir werden dann mal eine Runde Ressourcen sammeln gehen. Abgebrochener Eichenast. Gibt viele, ne? Aber mir ist bis jetzt kein Ast aufgefallen, den ich mir irgendwie jetzt einprägen könnte. Na, komm, hoch mit... Ach, ich habe ja nichts mehr. Abgebrochener Eichenast. Müsste ja dann hier irgendwo in der Nähe sein, ne? Rehenkäfer. Lass mal bitte drauf, weil wir dann ein bisschen schneller sind. Du bist süß. Es tut mir leid. Ich glaube, der Gute ist ein bisschen verpasst. Das ist jetzt wieder leicht easy. Ich würde die Viecher ja in Ruhe lassen, weil die so knuffig sind, aber... ja, doof gelaufen, ne? Brauchen wir. Ja, überspeichern. Abgebrochener Eichen. Was ist das? Thank you.
das die abgebrochene Eichen? Ist das? Hätte mein Schwimmzeug mitnehmen sollen. Schnell unterwegs? Hab ich an? Nee. Drei Marienkäfer haben wir bekommen. Das ist neu. Das. Ach, die Dinger. Schade, dass hier nichts ist. Abgebrochene Eichen. Da dürfte es ja nicht sein, ne? Also sieht leicht merkwürdig aus, als ob man hier irgendwas machen könnte. Das ist ja abgebrochen, aber dann müsste ich ja das sehen, oder? Jetzt bleibt mal cool. Ich tue dir nichts. Noch nichts. Wenn du mir auf den Sack gehst, tue ich dir doch schon... nicht gesehen. Da könnte man sich eine kleine Hütte hinbauen, ne? Abgebrochener Eichenast. Was hatten wir irgendwo einen Eichenast? Ich weiß es. Wir haben hier so ziemlich viele Äste, die abgebrochen sind. Ist mir irgendein Ast in Erinnerung geblieben? Nein, ich wollte die Karte gucken. Wir hatten irgendwo eine Wurzel. Ja, hier? Also doch der. Ich dachte, das wäre eine Wurzel. Na dann, Leute, wir wissen, wo der Dings ist. Schwimme ich hier durch? Ja. Komm, Zwerg, mach das schon. Jupschi! Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. So, doch der Große. Ich dachte, der Große wäre jetzt, wie gesagt, wirklich eine Wurzel vom Baum noch. Oder von irgendwas anderes. War schön. Ich würde gerne was trinken, bevor wir jetzt losmarschieren. Genau. Und das werden wir noch in dieser Folge schnell machen, die eine Mission. Lasst mal kurz gucken. Ich gehe auf jeden Fall in die Richtung gerade. Ich dachte, was sind das für kleine Minispinnen, die gerade auf mich zukommen? Wie viele Punkte haben wir eigentlich? Na, noch nicht mal 3000.
Ich freue mich, wenn wir dann ein bisschen die Lunge machen. Dass wir dann vielleicht ein bisschen mehr Stamina bekommen. Oder Ausdauer. Dass wir nicht ständig unser Asthma-Spray brauchen. Ja, ja. Voll ignoriert, Kumpel. Lecker. Ah, ja, hier. Die ganz tollen Spinnen rumsitzen. Lass mal kurz Ausschau halten. Hier steht soweit nichts. Nichts, vielleicht hier ganz oben. Wahrscheinlich aber eher in der Mitte. Hoffe ich doch mal. Keine Zeit. Ich hoffe, ich fahre jetzt hier nicht runter. Gesagt, getan. Ah, ach, Kacke. Hier hochgekommen, ne? Yep. Jungs, Mädels, keine Zeit. Ich glaube, ich gehe erstmal unten lang. Auf jeden Fall das Nebenparadies. Wenn es auf dem Baumstamm dann nicht ist, dann müsste es vielleicht unten sein. Aber wir haben noch ein paar Äste. Entschuldigung. Kurzes Geräuschbar. Na. Da ist es doch. Gott. Wow. Echt nice. 100. Na, wenigstens sind wir jetzt bei den 3000. Könnte man... Natürlich habe ich nichts dabei. Da dann rüber? Aber was bringt mir das? Ganz ehrlich, was bringt mir das? Nicht viel, ne? Nach oben komme ich auch nicht rauf.
Wobei, wir könnten das eigentlich da drüben hinstellen, wenn die Reichweite dann eigentlich in Ordnung ist. Und dann mal gucken, ob wir da hinkommen. Wozu auch immer. Keine Ahnung. Gut, ihr Lieben, dann würde ich aber sagen, werde ich hier erstmal speichern. Bedanke mich fürs Zusehen und nächsten Folge. Ciao, ciao.